Hallihallo und herzlich willkommen zu einer Runde Team Deathmatch hier auf Array. Und wie ihr natürlich schon festgestellt habt, ist das Ganze kein MW3, sondern mal wieder Black Ops. Das liegt ganz einfach daran, dass wenn ich denn mal in letzter Zeit zocke, ja, dann doch lieber Black Ops zocke. Denn irgendwie, ich weiß auch nicht, also der ganze Spielfluss gefällt mir irgendwie ein bisschen mehr. Die Karten sind ein bisschen größer, da hat man nochmal ein bisschen mehr Platz. Nicht so wie in MW3, wo man da ständig irgendwie, ja, mit der Angst leben muss, dass einem da in 10 Sekunden der nächste FMG 9 Akimo-Noob da um die Ecke vor der Linse springt und einen da wegbratzt. Das ist natürlich nicht so schön. Von daher bevorzuge ich doch eher dieses Spiel. Ich finde auch irgendwie die Farben und so ist ein bisschen heller und ein bisschen schöner, so von der Umgebung her. Aber nun gut, ist ja jedem seine Sache. Wer auf diese lustigen, verwinkelten Maps steht, der kann es ja gerne tun. Ich tue es nicht. Aber nun gut, das ist auch gar nicht das große Thema, womit ich heute, beziehungsweise worüber, ja, das ist das richtige Wort, worüber ich heute reden will. Ich habe nämlich frohe Nachrichten. Nein, weiß ich nicht. Ja. Doch, ich habe eigentlich recht gute Nachrichten für euch, denn der Tobi, der hat von einem guten Kollegen, der seine Konsole nicht mehr braucht, seine Konsole bekommen. Ja, ich habe die dem abgekauft, der brauchte die nicht mehr wirklich, der hat da nicht mehr groß was mit veranstaltet. Von daher habe ich gesagt, komm, ja, so eine Konsole, das wäre was, da können wir natürlich zuschlagen. Jetzt ist natürlich nur die große Preisfrage, könnte man sagen. Was ist das für eine? Da gibt es ja diese zwei besagten Maschinen. Einmal diese Xbox 360 und einmal diese PlayStation 3. Und ich weiß natürlich auch von diesem Konsolenkrieg, aber ich finde das eher so ein bisschen lächerlich. Und es ist jetzt so, wie es ist. Man kann nichts mehr daran ändern. Wie gesagt, ich hatte keine zwei Optionen. Mir wurde das Angebot so gemacht. Und da habe ich dann gesagt, komm, brauchst du nicht mehr. Hier gebe ich dir was für. Und jetzt haben wir das Teil. Von daher seid mir bitte nicht böse, falls es nicht eure Maschine ist. Und ich will es jetzt auch gar nicht so spannend machen. Also verkünde ich euch das Ergebnis jetzt einfach. Es ist eine PlayStation 3 geworden. Ja, dieses alte, klobige Modell mit den 80 GB, also nicht diese neue Slim, habe ich jetzt hier stehen. Ich bin auch ganz zufrieden damit. Ist ein bisschen lauter als die Slim und vielleicht frisst das auch ein kleines bisschen mehr Energie, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so tragisch. Ich habe auch schon zwei Spiele dafür. PES 2011 und MW2 hat er mir noch mitgegeben. Und ich werde mal schauen, ob ich mir da noch was für hole, aber ist ja auch nicht mehr so ganz so billig für die Konsole. Und ich bin auch nur Schüler. Von daher muss ich mal schauen, wie ich das so handhabe. Gucken wir einfach mal. Auf jeden Fall was zum Aufnehmen habe ich schon. Da wurde mir von Ava Media die Game Capture HD gesponsert. Da auch nochmal ein ganz recht herzliches Dankeschön. Da wird aber noch ein Review zu kommen. Habe ich denen versprochen, kommen. Ja. Wenn ihr doch so nett seid und mir das sponsort, dann gibt es natürlich eine Review, ist ja selbstverständlich. Und dann könnt ihr euch, wie gesagt, in Zukunft auf Konsolen-Gameplay freuen, wie ich dann da live mit den Sticks faile. Also wirklich, ich komme damit nicht so gut klar, aber na gut, das ist natürlich eine Eingewöhnungssache. Ich habe auch, wie gesagt, noch nicht so viel gezockt. Ich glaube, ich habe MW2 bis Level 5 jetzt gespielt, also wirklich noch gar nicht. Ich wollte mir das also noch so ein bisschen aufsparen, sodass ich mir noch ja, ein paar Fail-Live-Commentaries für euch ein bisschen frei halte. Ich denke mal, das wird ganz lustig, wie ich da mit den Sticks da nicht umgehen kann und da dauernd nur verrecke. Und ich werde auch mal schauen, wie ich das Ganze mit den Freundschaftsanfragen handhaben werde. Ich denke mal, ich mache so einen Tobias Cast Abonnenten Gaming Community Account und dann könnt ihr mich da alle adden. Und dann können wir gemeinsam ponen oder auch nicht. Wahrscheinlich werde ich die ganze Zeit nur sterben mit den Sticks und die ganze Zeit nur failen. Und ihr werdet euch dann immer mich lustig machen. Und gut, ist ja auch egal. Da wird es dann sicherlich auch nochmal nähere Informationen in einem weiteren Video geben. Wie gesagt, das nächste wird erstmal das Avamedia Review zu dem Game Capture HD Gerät. Wie gesagt, habe ich denen versprochen, finde ich auch sehr nett, dass ich sowas gesponsert bekomme. Und ich meine, das ist ja auch ja für euch, ich will nicht sagen profitabel, aber eigentlich ist es ja auch für euch, sollte es euch ja auch freuen, dass ich mal so ein bisschen Gameplay dann halt davon zeigen kann.
Mein letztes Video war ja auch schon so eine Produkt-Review von hier dem Gehäuse von Kuga. Da sollte ich euch übrigens nochmal ausrichten, dass ihr vielleicht nicht doch die Facebook-Page von Kuga Germany liken könnt, weil der Kollege, der mir das da zur Verfügung gestellt hat, der hat eine Wette mit seinem chinesischen Kollegen am Laufen. Wer irgendwie am Ende des Jahres mehr Likes auf Facebook hat, und er liegt ein bisschen zurück. Und ich denke, im Interesse unseres Vaterlandes könnte man da ja einfach mal auf den Like-Knopf drücken. Wie gesagt, hat er mich mal darum gebeten. Und ja, das war's auch schon wieder von hier vom Commentary. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich jetzt auch ein bisschen was mal von der Konsole zeigen kann. Aber wie gesagt, der Schwerpunkt dieses Kanals wird natürlich weiterhin auf dem PC-Gameplay liegen. Das verspreche ich euch ganz deutlich. Da bin ich eh, wie gesagt, besser, also mit Maus und Tastatur. Der Score ist jetzt hier, glaube ich, 37-4. Geht in Ordnung. Team Deathmatch auf Array. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Macht's es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.